Für meine Kolleginnen und mich in der Studiengangsentwicklung ist das Leitbild eigentlich täglicher Teil unserer Arbeit, weil es unsere Aufgabe ist, die Umsetzung des Leitbildes in den Curricula nachzuhalten und dafür letztendlich zu sorgen, dass die Studierenden Studienangebote erhalten, in denen sichergestellt ist, dass das Leitbild in den Curricula auch wirklich gelebt wird. Die etwas dröge Antwort wäre, der Gesetzgeber sieht es vor, dass Universitäten ein Leitbild entwickeln müssen und dafür Sorge zu tragen haben, dass es in den Curricula umgesetzt wird. Die für mich viel schönere Antwort ist, dass es eine Chance bietet für die Studiengänge, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Spezifische daran, wie wir unsere Fachdisziplin an der Goethe-Universität lehren wollen. Und sich darüber zu verständigen innerhalb eines Fachbereichs, innerhalb einer Universität, ist meines Erachtens ein sehr fruchtbarer Prozess. Es muss bekannt sein. Ja, das große Problem von Leitbildern an Universitäten häufig ist, dass sie für die Schublade geschrieben werden. Genau das möchten wir an der Goethe-Universität nicht. Wir wollen, dass die Leitbilder gelebt werden, und ich würde mir wünschen, dass Leitbilder eben nicht nur eine Rolle spielen, wenn Qualitätssicherungsverfahren in Studiengängen an den Himmel kommen, sondern dass auch Studierende bei Fachschaftsgrillen etc. Sich kontrovers darüber austauschen, was gute Lehre in ihrem Studiengang bedeutet und ob sie das über das Leitbild der Goethe-Universität umgesetzt sehen.